Hallo, ich meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Wo ist eigentlich Left-Handed hin? Dreistellig ist doch im Normalfall dreistellig, oder? Ganz am Anfang von CS2 war Left-Handed noch kurz da, ähnlich wie auch die Spielmodi, Arms Race, Danger Zone und so weiter und so fort. Doch dann ist der ganze Kruschel ziemlich schnell verschwunden. Bei Arms Race, Danger Zone und nach anderen Spielmodi konnte man sich recht einfach erklären, warum es verschwunden ist, weil man es gescheit machen wollte. Es war kurz da, die Leute haben gespielt, es war buggy und kacke und alles war blöd. Also raus damit und schön von vorne beginnen. Doch viele fragen sich auf jeden Fall zu Recht, wo ist eigentlich Left-Handed hin, beziehungsweise CL Right-Handed 0? Warum ist das nicht möglich? Für alle, die nicht wissen, was damit gemeint ist, kurze Erklärung, du konntest eigentlich schon seit eh und je deine Waffe nicht nur rechts, sondern auch links tragen. Dein Charakter hat also die Waffe auf der linken Seite des Bildschirms getragen und nicht wie aktuell in CS2 rechts. Und du konntest zwischen diesen beiden Modi auch einfach switchen mit CL Right Hand 0 für Left oder 1 für Right. Und über die Jahre haben sich daran natürlich sehr, sehr viele einfach schon gewöhnt. Und die Gewöhnung ist natürlich eine fiese Sache, wenn du plötzlich dann was vorgesetzt bekommst, bei dem du gezwungen wirst, gegen deine Gewöhnung auf der rechten Seite zu spielen. Darüber hinaus kann man aber auch noch hinzukommen, argumentieren, dass es wichtig ist, zwischen links und rechts wählen zu können, um die Sicht auf deine Augenstärke einstellen zu können, auf das dominante oder eben nicht dominante Auge. Das ist tatsächlich eine Sache, auf die manche eben achten. Der Otto-Normalspieler geht rein und spielt einfach vor sich hin. Der denkt da gar nicht großartig drüber nach. Aber wer sich so ein bisschen reinfuchst, ja, der hätte das eben gerne wieder zurück. So, und da ich in meinen Videos ja recht oft Update-News bringe oder halt Updates abdecke, darüber spreche, was ich davon halte und was wir noch erwarten können in Zukunft, kommt natürlich sehr oft die Frage unter meinen Videos, wie es denn mit Left Hand aussieht, beziehungsweise Right Hand 0. Und hierzu gibt es zwei Thesen, denn ich bin oder wir sind alle kein Entwickler bei Valve. Wir wissen am Ende nicht, woran es liegt. Es könnte auch einfach einer da hocken und sagen, nee, Right Hand ist gut und fertig. Was mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der Realität entspricht, aber wir können es halt nicht wissen. Darum zwei Thesen. These Nummer 1, und die habe ich bereits im letzten Video vergangenen Freitag angesprochen. Es könnte einfach daran liegen, dass sie es richtig machen wollen. Sie wollen es nicht einfach spiegeln, von rechts nach links, sondern sie wollen ein richtiges Viewer-Model dafür bauen und dass man dann zum Beispiel auch auf der Seite die andere Waffenseite sieht und so weiter und so fort. Also dass es praktisch am Ende an der visuellen Darstellung liegt, die sie verändern möchten, und darum geht es noch nicht, weil es halt erst noch gemacht werden muss. So, da kam kurz meine Tochter rein. Ja, es könnte also einfach an der visuellen Ausfertigung liegen, die sie noch machen wollen. Und These Nummer 2, die ist deutlich interessanter und die ist auch so ein bisschen, nicht wirklich belegter. Wie gesagt, wir arbeiten dort nicht. Aber an diesem Freitag hat jemand mein Video gesehen und auch diesen Part zu diesem Viewer-Model eben gesehen und hat sich dann nachts, also Samstagmorgens war es schon 3 oder 4 Uhr, dazu zu Wort gemeldet und mir da ganz neue Informationen zugeschossen. Ich packe euch den Link natürlich auch wieder in die Videobeschreibung rein. Und zwar geht es um Folgendes. Und ja, ich bin gerade nicht auf Reddit angemeldet und das ist alles jetzt hell. Kann ich hier irgendwie auf dunkel schalten? Geht es? Ich habe meinen Browser letztens genullt und jetzt haben wir hier halt, ja, weiß. Da müssen wir jetzt einfach durch. Also, changing your view model changes where holes in smokes appear when you shoot. Das ist an sich eine ganz kurze, aber doch sehr prägnante Sache. Und zwar schmeißt ihr hier eben einfach, wie auch schon beschrieben, die Smoke hin und schießt mit diesem View Model, das jetzt gerade eingestellt ist, da rein. Ihr seht, es ist ziemlich beim Fadenkreuz ein Stück rechts davon. Jetzt verschiebt ihr das View Model und schon siehst du, wie die Waffe anders schießt, und zwar weiter nach rechts. Das Ganze habe ich übrigens von Shinimoto Misaki geschickt bekommen. Vielen Dank an dich. Er meinte, ich soll einfach mal auf Mirage gehen und das selbst probieren. Hier unten drunter stehen natürlich auch noch einige interessante Kommentare, auf die ich jetzt aber nicht eingehe, weil ich das selbst jetzt gleich rappen werde. Also nicht rappen, sondern wrappen. Ich verpack's euch kurz und knapp. Ich denke, die meisten können sich schon denken, worum es bei der ganzen These geht. Er hat zu mir gesagt, ich soll hier unten eine Smoke hinschmeißen und dann auf verschiedenen Höhen und verschiedenen Entfernungen in diese Smoke schießen und gucken, wo eben, ja, das Loch entsteht. Und ich finde, man sieht es vor allem am besten, wenn du sehr nah dran stehst. Du schießt halt so ein bisschen rechts. Und wenn du Left-Handed hättest, wie man jetzt bei dem Test von dem Video gerade eben gesehen hat, er hat es davon mittig auf weiter rechts gestellt, wenn du das Ganze nach links umstellen würdest, würdest du mit hoher Wahrscheinlichkeit links vorbeischießen. Und die Problematik mit Left-Handed wäre dann, wenn diese These richtig ist und ich es vor allem richtig verstanden habe, also im Stream meint er, ich hätte es richtig verstanden, so, dass du, wenn du umschalten könntest, das kannst du ja auch zum Beispiel auf dem Mausrad durchgehend oder halt mit einem anderen Gerät könntest du durchgehend links und rechts umschalten, dann könntest du einen gewissen Bereich abdecken mit Schüssen, den ein anderer Spieler, der nur Right-Handed oder nur Left-Handed spielt, nicht abdecken kann. Also du könntest damit halt einfach betrügen, weil es wichtig ist, wo die Waffe im Spiel steht. Also der Gedanke dahinter, dass die Waffe eine Orientierung in der Welt hat, finde ich schon recht nice, weil bei den meisten Spielen ist eigentlich egal, wo die Waffe ist. Du kannst die Waffe auch ausblenden oder halt irgendwo anders hinschieben. Du schießt eigentlich immer gleich. Und auch hier in Counter-Strike ist es nicht so, dass die Kugel vorne die Waffenspitze, also aus dem Lauf rauskommt, sonst würde ich ja in diesem Bereich zum Beispiel in die Wand schießen. Ne, wenn ich mich genau hier hinstelle, ich würde ja voll in die Wand reinbratzen.
wenn es so wäre. So krass ist es nicht, aber es ist trotzdem so, dass die Orientierung der Waffe im Raum wichtig ist. Und wenn sie links ist, schießt man anders, als wenn sie rechts ist. Und Shinimoto selbst hat gesagt, dass er das Problem darin sieht, dass man damit betrügen könnte und Welf es einfach am Anfang nicht direkt gerafft hat, wie man dagegen vorgeht, und dann haben sie es einfach rausgenommen. So wie viele Dinge, die eben einfach aus CS2 rausgenommen wurden und totgeschwiegen wurden, damit es halt erstmal weg ist, das Problem, damit es erst gar nicht entsteht vielmehr. Dass es einfach so ist, jeder hat jetzt halt hier Right Hand und jeder hat die gleiche Voraussetzung und fertig. Als er mir das am Samstagmorgen erklärt hat, dachte ich ganz kurz, so schlimm ist es ja gar nicht. Also dieser kleine Unterschied macht das wirklich viel aus. Aber ja, wenn man sich dann wiederum überlegt, worüber sich Leute mitunter beschweren in Counter-Strike und wie wichtig es ist, dass wir alle dieselben Voraussetzungen haben, ist das natürlich schon ein sehr markanter Unterschied. Wie einfach sowas jetzt zu fixen ist, weiß ich auch nicht. Man könnte da ja auch sagen, naja, dann nimmt man das halt raus und die Flugbahn ist immer gleich, egal ob die Waffe links oder rechts getragen wird, also die Optik sollte egal sein. Der Flug der Kugel sollte einfach immer gleich sein. Ja, würde ich jetzt als jemand Außenstehendes, der mit Valve nichts zu tun hat, auch sagen. So wie gesagt bei vielen anderen Spielen auch, da ist es eigentlich egal, wo das VR-Model ist. Die Kugel fliegt immer gleich, also das ist nur was für den Spieler selbst, diese Visuals, wo halt die Hände sind und wie rumgewackelt wird und was weiß ich. Ich bin mir sehr sicher, dass wenn man das Spray-Pattern abgleichen würde, mit dem Wackeln der Waffe würde man auch nicht auf dieses Pattern kommen. Also um jetzt diesen Realitätsfaktor damit reinzunehmen, das ist bei den meisten Spielen, denke ich, halt nicht der Fall. Die fliegen so, wie sie fliegen, das Pattern ist eben vorberechnet und fertig ist der Lack. Ich denke, für viele ist die Thematik gar nicht wichtig, weil sie zum Beispiel gerade erst mit CS2 angefangen haben und Right Hand sehen und das halt so spielen. In vielen Spielen sind die Waffen eher rechts oder in der Mitte und eher selten links und deswegen ist es halt so, ja, naja, so ist es halt einfach und dann wird die Thematik nicht weiter angegriffen. Aber für sehr, sehr viele, gerade die schon sehr, sehr lange dabei sind oder eben die in anderen Spielen Left-Handed gespielt haben, für die ist es natürlich wichtig, dass das irgendwie angegangen wird. Denn es ist eine Riesenumstellung, wenn du die Waffe auf einmal auf der falschen Seite hast. Ihr könnt sehr gerne schreiben, was ihr von diesen zwei Thesen haltet. Ich halte beide für recht realistisch. Man merkt, die Devs wollen die Dinge richtig machen von Grund auf. Und ich sage euch das letzte Mal, ja, der verfrühte Release war dämlich, weil es ist nicht richtig gewesen. Sie haben es trotzdem gemacht. Egal, jetzt ist das Spiel schon fast ein halbes Jahr released, jetzt ist es halt so. Man merkt jetzt aber, dass alles andere, was sie anpacken, sehr stark überarbeitet wird und von null eben auch aufgebaut wird. Wie zum Beispiel die Arms Race Geschichte oder jetzt auch Danger Zone. Gabe Follower und diese ganzen Spitzel, die da so reingucken in die Thematik und über irgendwelche Leaks herauslesen, was passiert, sagen uns, dass die Volvos von ganz unten aufbauen. Es wird nichts gecopy-pastet. Wenn überhaupt, wird ein Stück kopiert, aber dann dieses Stück so extrem aufbearbeitet und ganz viel alles gelöscht, dass es eben sauber dasteht. Man merkt also, dass der Wille da ist, dass CS2 das beste Counter-Strike überhaupt wird. Nicht ist, nee, aber wird vielleicht. Ja, wie gesagt, haut eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Video am Mittwoch oder im nächsten Livestream morgen, Dienstag, ab 18 Uhr. Vielen lieben Dank für eure Kommentare, für die Likes und fürs Anschauen natürlich an sich. Haut da rein und bis dann. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Insta.